Jeder kennt sie, die klassischen Kamerataschen. Diese ist jetzt von Amazon Basics. Ich bin wirklich super zufrieden mit ihr. Sie ist für den Preis, ich glaube 15 Euro oder 20 Euro oder so, wirklich top, gut verarbeitet. Ich glaube sogar wasserabweisend, bietet viel Platz. Aber wenn man dann mal auf Reisen geht, muss man immer die Tasche und noch zusätzlich einen Rucksack mitnehmen. Und heute zeige ich euch eine Alternative, wie das beides kombiniert geht, nämlich Rucksack und Kameratasche in einem. Und dafür stelle ich euch heute den Kamerarucksack von der Firma K&F Concept vor. Das ist Kamera- und Reiserucksack, beides in einem. Bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Viel Spaß! So, zuallererst einmal, hier seht ihr den Rucksack in der Farbe Grau. Er hat rundum so schöne braune Lederakzente und wirklich, wirklich viel Stauraum. Und das ist ja besonders wichtig für einen Fotorucksack. Ich möchte einen ganz kurzen Rundgang machen. Wir haben einmal hier oben mit zwei Schnallen zu öffnen die Hauptklappe, sage ich jetzt einfach mal. Und darunter ist dann nochmal hier so eine Art Schnellverschluss. Das können wir dann einfach öffnen, wie bei einem Turnbeutel, und haben dann hier einigen Stauraum. Hier kann man dann zum Beispiel in meinem Fall ein Mikrofon oder auch die notwendigen Ladekabel für die Kameras reintun. Das kann man dann auch wieder ganz einfach verschließen. Ist natürlich mit einer Hand schwierig. Nachdem man das Ganze wieder verschlossen hat, hat man hier vorne noch zwei Riemen. Da kann man zum Beispiel ein Stativ einspannen, sodass man das nicht die ganze Zeit in der Hand mit rumtragen muss, sondern dass das hier möglichst klein natürlich vorne eingespannt werden kann. Dann auf der Vorderseite haben wir auch noch ein Fach und das ist entweder für ein Tablet oder für all das, was man sonst noch mit dabei hat. Speicherkarten zum Beispiel, hier kommt man natürlich auch schnell dran. Ein Portemonnaie könnte man da auch sehr gut reintun. Dann an dieser Seite hier haben wir weiteren Stauraum, so für Kleinigkeiten. Hier nochmal für SD-Karten, die man hier wirklich schnell rausholen kann. Ein Netz für Ladekabel oder sonstiges Zubehör. Und das kann man hier alles verstauen. Das ist an der einen Seite zu finden. Und an der zweiten Seite, meiner Meinung nach beste Funktion, haben wir hier zum Rausziehen dieses Fach. Und in dieses Fach kann die Kamera rein und noch zwei Objektive, gut und gerne zwei Objektive, kommt natürlich auch auf die Kamera und die Objektive an. Aber meine GX80 und zwei Objektive passen hier wunderbar rein. Und das Tolle ist, man kann das, wie gesagt, einfach hier rein und rausziehen. So hat man wirklich super schnellen Zugriff auf die Kamera, auf das Wichtigste. Und das ist wirklich eine ganz tolle Sache hier an der Seite. Außerdem kann man diesen Einsatz auch noch beliebig anpassen, denn den kann man mit Klettverschluss einfach ja, sich so anpassen, wie man das gerne hätte. Besonders schlau finde ich auch noch an dem Rucksack, dass man in dem Hauptfach die mittlere Einlage auch noch rausnehmen kann. Und wenn man dann noch das Schubfach unten leer macht, hat man einen richtig großen Rucksack und den kann man dann zum Beispiel für Reisen benutzen, wenn man jetzt mal sein Kameraequipment nicht mitnehmen muss. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Außerdem hier innen, das hatte ich eben noch vergessen, ist nochmal ein Laptopfach für Laptops bis 13 Zoll. Das ist auch noch praktisch, dann hat man da auch direkten Zugriff. Man weiß also immer, wo man seine Sachen hat. Also es ist, hat alles seinen Platz und man findet dadurch natürlich auch alles sehr schnell wieder. Dann ein weiteres Highlight, die Rückseite. Das ist bei einem Rucksack natürlich besonders wichtig, denn desto besser gepolstert die Rückseite ist, desto bequemer sitzt der Rucksack und desto länger kann man ihn tragen. Für mich besonders wichtig ist auch immer, dass die Gurte schön breit sind, sodass sie sich nicht in die Schultern reinschneiden können. Selbst wenn man hier mal wirklich, und das ist ja nicht unüblich, sehr viel schwere Sachen drin und dran hat. Das würde natürlich auf Dauer wehtun, aber die sind sehr, sehr dick, wie ihr sehen könnt. Deswegen finde ich das super. Dann hat man hier noch zwei Ösen und für mich wirklich ein Highlight, hier vorne diesen Klicker, sodass man den Rucksack vorne, ich zeige das mal, vorne hier zuschnallen kann. So sitzt er wirklich besonders sicher und ja, ist super angenehm einfach zu tragen. Die Rückseite, ich denke, man kann es relativ gut sehen, ist gut gepolstert mit drei dicken Schaumstoffbacken und ja, das unterstützt den Rücken sehr, sehr gut und man fühlt den Rucksack wirklich kaum am Rücken, zumindest nicht unangenehm. Er fällt gar nicht unangenehm auf. Das war es soweit.
rund um den Rucksack. Weitere Highlights ist, dass er wasserabweisend ist. Das heißt, selbst wenn es mal regnet, macht ihm das nichts und es kommt kein Wasser in den Rucksack, was natürlich bei dem ganzen Equipment besonders wichtig ist. Für mich besonders praktisch ist, dass man ihn eben als Fotorucksack benutzen kann mit den Einsätzen. Und da bietet er wirklich tolle Funktionen, aber man kann ihn auch einfach ja, umbauen und dann für andere Reisen, andere Zwecke oder sogar als Schulranzen benutzen, weil er sieht natürlich einfach auch super stylisch aus. Eine Sache zum Schluss noch, nämlich die Verarbeitung, die ist K&F Concept wirklich sehr, sehr gut gelungen. Der Rucksack wirkt sehr hochwertig, er hat natürlich auch seinen Preis mit über 70 Euro, aber ich kann hier sehr, sehr guten Gewissens sagen, dass dieses Geld sehr gut investiert ist, denn man bekommt nicht nur einen Fotorucksack, man bekommt auch einen Reiserucksack, der wasserabweisend ist, viel Platz bietet, intelligenten Platz und Modularität, indem ihr ihn einfach umbauen könnt und das alles bei einer so hochwertigen Verarbeitung. Von daher kann ich nur sagen, top! Der Link zu dem Produkt findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr Fragen zum Rucksack habt, schreibt die doch in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Das war's für dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao!